Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Ich bin Alpa und heute sprechen wir darüber, wie ihr die Klingeltöne auf eurem Samsung Galaxy A02 ändern könnt. Standardmäßig kommt das Samsung Galaxy A02 natürlich mit einem vorinstallierten und vorausgewählten Klingelton. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das etwas komisch ist, wenn jetzt alle den gleichen Klingelton haben. Dann weiß man nämlich gar nicht, ist es jetzt mein eigenes Telefon, was klingelt, oder das Handy vielleicht von jemand anderem. Deswegen kann man sich eben persönliche Klingeltöne aussuchen. Und wie das genau geht, das zeige ich euch jetzt. Wir wischen einmal von unten nach oben und gehen einmal hier in die Einstellungen und hier haben wir dann auch schon den Punkt Töne und Vibration. Ich drücke einmal drauf und dann sehen wir hier, Tonmodus ist momentan auf Ton gestellt. Ich könnte das Ganze natürlich auf nur Vibrieren stellen oder lautlos. Ich mache jetzt einfach mal hier Ton, das ist alles gut. Und dann sehe ich hier meinen Klingelton bei SIM 1. Over the Horizon und SIM 2 Atomic Bell. Ihr wisst ja, das Samsung Galaxy A02 bietet zwei SIM-Karten an. Das heißt, ihr könnt für beide SIM-Karten einen unterschiedlichen Klingelton feststellen. Was insofern ganz cool ist, einmal privat gibt es eben den einen Klingelton und einmal geschäftlich, dann gibt es den anderen Klingelton. Also eine ganz coole Sache. Gleiches gilt übrigens auch für den Benachrichtigungston. Auch dort könnt ihr genau einstellen, welche Musik bzw. welchen Ton ihr haben wollt. Ich klicke jetzt einmal drauf und wähle jetzt einmal hier SIM 1. Und dann hören wir uns mal an, was es denn da für Möglichkeiten gibt. Los geht's mit Over the Horizon. Schon mal ein sehr cooler Klingelton. Ich könnte jetzt mal Pulse nehmen. Das ist doch relativ einfach. Wir gucken mal Flying Balloon. Finding Galaxy. 80er. Oh Gott. Und wie ihr seht, gibt es hier richtig, richtig viele Starburst. Okay, ich finde Over the Horizon doch irgendwie am besten. Jetzt habe ich das genommen und dann kann ich bei SIM 2 eben einen anderen nehmen. Nehmen wir mal den. So, und jetzt habe ich den quasi für mich eingestellt. Ich habe bei SIM 1 Over the Horizon und SIM 2 habe ich die Classic Bell. Genau das gleiche kann ich jetzt, wie gesagt, auch für die einzelnen Benachrichtigungstöne machen. Hier habe ich jetzt Spaceline. Kennen wir. Oder das hier. Oder das. Ich lasse es jetzt mal bei Spacetime. Genau, so könnt ihr den Klingelton bei eurem Samsung Galaxy A02 einstellen. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.